Hallo und guten Tag. Heute mein zweites Channel Update Video. Zum allerersten Mal ein frohes neues Jahr 2014. Das kommt jetzt zwar sehr, sehr spät, aber naja, ich habe eine Winterpause gemacht, über Winter etwas ausgeruht, keine Videos gemacht. Das lag zum einen nur daran, weil ich mich ausruhen wollte und zum anderen daran, weil ich viel zu tun hatte noch zwischendurch. Und weil mir der Drucker extremes Problem gemacht hatte und ich ja erstmal meine ganze Kraft darauf fokussieren wollte, was das überhaupt für ein Problem ist. Zuerst habe ich gedacht, das ist die Düse, hat sich aber dann herausgestellt, das ist das Plastik, aber dazu später mehr. Ja, Projekte, die ich 2013 noch, also von 2013 noch fertig machen will, ist zum einen mal Floppy-Musik. Da möchte ich jetzt, da fehlt mir jetzt noch Software und der Aufbauteil, also von Software, die Software ist in Java geschrieben. Von Java kann ich jetzt, also die Sprachen, so viel ich auch einigermaßen beherrsche oder halt verstehe, Java komme ich irgendwie nicht dahinter. Da werde ich zwar erklären, wie das funktioniert, wie das abläuft und so alles, aber vom Programmiertechnischen her werde ich in Java wenig machen können. Ja, dann fehlt noch der Aufbauteil, wie man das alles anschließt und wie man sich das selber bauen kann, komplett. Und was noch fehlt von 2013, sind meine Gaming Pedals. Da bin ich eigentlich schon so weit, dass ich das fertig lassen könnte, aber ich möchte noch einen Aufbau machen, wie ich das alles auf der Holzplatte oder auf was anderem zusammenschraube und wie man das dann alles so baut. Also weiß nicht, ob da jetzt großes Interesse da ist, aber ich möchte es zur Fertigstellung so machen. Was ich in meinem ersten Channel Update Video gemacht habe, also gezeigt habe, war ja auch der IR-Sender hier. Damit man halt seinen Fernseher oder in meinem Fall auch einen Beamer fernsteuern kann. Da habe ich noch kein Video eigentlich so dazu gemacht, da wo ich sage, ich fange jetzt damit an und ich zeige, wie man das und das macht. Sondern ich habe halt viel Zuspruch bekommen, dass ich da mal zeigen soll, wie das geht. Und einer hat mich sogar mal nach dem Code gefragt. Den habe ich das persönlich geschrieben, weil ja, er hat sich sehr dafür interessiert. Deswegen habe ich dir mal den Source Code davon gegeben. So schwer ist es nicht. Ich möchte es bloß erstmal fertig haben, dass man halt einfach sagen kann, okay, jetzt bekommst du Signale her, weil das ist ein Empfänger. Der soll dann die Signale empfangen können und auf der SD-Karte speichern, die hier drin ist. Und da habe ich einen PIN falsch reingesteckt, scheiße. Und dann da verfügbar machen. Also das soll ein fertiges System sein, wo du sagst, das baue ich mir jetzt so zusammen, stelle es mir hin und fertig. Und brauche mich dann so um nicht mehr viel kümmern. Wie gesagt, über das IR-Zeug möchte ich dann auch eine Videoserie drüber machen, wie man sich das aufbaut, wenn es fertig ist. So, jetzt zu meinen Problemen mit dem Drucker und mit dem Plastik. Angefangen hat es mit, jetzt habe ich hier eine Menge von den Körpern und von den Düsen. Das war meine erste Düse. Die lief sehr gut, dann hat es halt damit angefangen. Da habe ich ja schon mal ein Video darüber gemacht, mit Wärmeproblemen und so weiter. Dass ich hier auch eine, jetzt muss ich bloß mal dahinter greifen, so eine Beilock-Scheibe hatte, die ich dann unter dieser Düse, weil ich die ausgetauscht habe, die 0,35 mm Düse, wo ich angebracht habe, um die Wärme mehr abzuleiten, um da Wärme wegzubekommen, damit mir der Körper, das war glaube ich der allererste, damit mir der nicht wegschmilzt, wie da. Der ist halt einfach, ja, hier ist die Düse einfach nach vorne rausgeschmolzen. Ja, das war das Erste, das habe ich dann so zusammengebracht, dann waren aber Risse drin, weil ich es auseinandergeschraubt habe. Oder das, na, das war das ganz Erste. Da waren Risse drin, weil ich es auseinandergeschraubt habe und ja, dann hat das Plastik daraus gezogen. Probleme auch hier, das war das Gleiche. Ich habe Tuprim Beta mal angeschrieben, was das für Probleme sein kann und das war, weil ich zuerst dachte, dass es die Temperatur ist von dem, dass der Fühler das nicht richtig fühlt oder sonst was. Das Problem war, wie gesagt, das Plastik, aber da bin ich jetzt später drauf gekommen. Dann hat mir Tuprim Beta netterweise kostenlos zwei solche Körper geschickt, so PPEEK oder, ach, weiß ich jetzt nicht, wie die heißen. Haben mir auf jeden Fall zwei solche Körper kostenlos zugeschickt, finde ich sehr cool, ich habe sie aber leider nochmal zerstört. Das war aber dann mein Problem, wie ich später herausgefunden habe. Dann habe ich mir noch eine 0,5 mm Düse mal bestellt gehabt. Habe gedacht, hey, damit probierst du jetzt aus, ganz vorsichtig. Aber wie man hier sieht, ich tausche mal schnell die Linse von der Kamera aus, vom Weitwinkel zu normal. So,
Aber wie man das sieht, mir ist dann hier die Düse gebrochen, also das Plastikstück. Die Düse ist neu und unbenutzt, aber das Plastikstück ist mir gebrochen. Ja, das waren meine Temperaturprobleme. Ab 200, 230, glaube ich wirklich ab 230 Grad ist mir jedes Plastikteil geschmolzen, das Ding raus und. Dann habe ich eine andere Düse mal gefunden, also habe ich mal davon gehört. Die habe ich hier unten drin. So im Schrank komme ich auch später nochmal. Die Prusa Nozzle Mark II 0,4 mm 12 Volt. Die hat einen Vorteil. Das ist die hier und die besteht komplett aus lebensmittelechten Edelstahl. Habe ich mal kurz die Düsen weg, damit der Platz etwas freier wird. Und ja, wie gesagt, die besteht aus komplett rostfreien und lebensmittelechten Edelstahl. Und weil es komplett Metall durchgehend ist, ist hier oben ein kleiner Lüfter. Ich habe noch Fotos, die ich jetzt einblende, damit ich die Düse besser zeigen kann, weil momentan ist sie hier eingebaut. Und ja, die ist fertig. Also die ist auch vom Bruser selber, der wo den von Josef Brusa, also Joseph Brusa, wie er heißt, der auch diesen Brusa entwickelt hat. Der hat diese Düse entwickelt, getestet und so weiter. Und ich muss sagen, die funktioniert sehr gut. Absolute Max-Temperatur ist 300 Grad. Und das liegt auch bloß daran, dass das Thermoelement, das in dem Ding drin ist, nicht heißer werden kann als 300 Grad. Ansonsten sieht man ja PLA 190 bis 200, da merkt man auch, dass ein bisschen mehr Temperatur gefordert wird, weil es Edelstahl ist und Edelstahl jetzt die Wärme nicht so gut leitet wie Messing und weil unten der Heizkörper ein bisschen größer ist. Wie gesagt, der Lüfter muss immer, schauen, ob ich ihn besser zeigen kann, der Lüfter muss immer laufen, deswegen habe ich ihn auch direkt angeschlossen. Das ist dieses Kabel hier. Damit halt die Wärme nicht weitergeht vom Kühlelement bis zum X-Carriage. Ja, wenn es richtig ist. Wie gesagt, ABS kann man auch drucken. Und dann kommt man halt in die Sachen, die man mit so normalen Düsen, mit denen hier, nicht drucken kann, weil dieses Kunststofffeuer schmilzt. Das ist. Also bei mir ist es bei 230 geschmolzen. Wertung ist ab 250, also bis 250 Grad soll es gehen. Und wie gesagt, das sind Sachen, die man nicht drucken kann, nämlich zum Beispiel Nylon. Die kann man jetzt aber mit dieser Düse drucken, weil es 250 bis 270, das ist jetzt schon über dieser Düse. Und PC, das ist jetzt glaube ich Polycarbonat, kann man auch damit drucken. Und wie gesagt, bis zu 300 Grad. Deswegen habe ich mir diese Düse besorgt, um halt. Ja, die Temperatur ein bisschen höher zu schrauben, weil das Plastik einfach nicht aus der Düse wollte. Ich hatte nämlich ja, wie gesagt, das Problem, dass ich die Düse zwar aufgeheizt habe, das Plastik reingeschoben und mit Druck nachschieben konnte, per Hand, aber mir es trotzdem nichts gebracht hat, weil nichts rausgekommen ist. Habe ich die Temperatur erhöht, ist was rausgekommen, ist das Zeug geschmolzen. Bei der Düse hier bin ich bis auf 270 Grad gegangen. Da hat es dann funktioniert mit dem Plastik. Ja, ich möchte eigentlich nicht zu viel von einem anderen Video vorgreifen, aber ich habe halt dann hier ja Probleme gehabt, dass auf einmal ja da hat es funktioniert und dann ist nichts mehr rausgekommen. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht zu viel erzählen. Das kommt dann alles in dem Video, wo ich mich dann über das Plastik unterhalte und sonst was, wie welche Probleme ich hatte. Und auch noch für die Düse mache ich auch noch ein extra Video, weil die ist gut und die sollte man mal so behandeln. Und wie gesagt, für den 3D-Drucker habe ich mir jetzt auch einen Schrank zugelegt, weil ich den nicht immer auf dem Boden stehen lassen wollte. Das ist von IKEA der Malm. Der hat 50 Euro gekostet und ja, was soll man sagen, ein super Schrank ist das. Im obersten Fach habe ich jetzt meine ganzen Sachen drinnen. Für den Drucker, auch was für nicht für den Drucker, so Kontaktspray, Reiniger. Teflon, das brauche ich für den Drucker, das spritze ich öfter mal auf die Schienen drauf, damit der leichter funktioniert. Hier mein ABS-Untergrund, ich arbeite nur noch mit den ABS, das ich auf den Untergrund schütte. Nachteil ist ja bloß, dass ich ein paar fliegende ABS-Trümmel habe, weil es so, ja, weil es so dünn ist und wenn ich das abziehe, kommt ein bisschen Müll mit raus, aber die sauge ich weg und ansonsten habe ich hier, ja,
gutes Zeug. Messschieber, die Verpackung von der Düse, ja, weiteres Zeug. Ganz unten ist eigentlich nichts vom Drucker, da habe ich bloß rein, was reingetan. Das Ding. Und hier meine komplette Plastiksammlung, die ich jetzt ab sofort, abdem ich die Probleme mit dem Plastik habe, auch lichtsicher, also geschützt vor Licht, aufbewahre. Und mein Plastik ist das Laywood. Ich hoffe jetzt bloß, dass es nicht kaputt gegangen ist, durch das, dass es draußen gelegen ist. Noch was, das ich gar nicht wegschmeißen könnte, aber die Rolle, ich möchte noch irgendwas machen. Ja, und die ganzen verschiedenen Plastiksorten halt. Noch was neu eingepacktes. Und ja, ein guter Schrank. Und ja, für den Drucker perfekt. Was ich hier noch habe, ist, damit habe ich meine Probleme gelöst. Der Konrad Elektronik verkauft jetzt auch 3D-Drucker und auch Kunststoff. Und ja, das ABS hat meine Probleme gelöst. Hört sich gleich im Preis 1 Kilo 30 Euro. Also ich habe es bis jetzt kaum anders gesehen. Und ja, falls mir ein Konrad Elektronik in der Nähe hat und die das verkaufen, das Plastik ist gut, das kann man gut nehmen. So, nun zum letzten Punkt auf meiner Liste, wo ich für dieses Video ansprechen möchte. Man hat wahrscheinlich schon gesehen, ich habe diese Uhr an in dem Video. Normalerweise habe ich in Videos setze ich die, also lege ich die Uhren oder sonstiges Zeug, was ich habe, ab. Aber die Uhr, das ist jetzt die Sony Smartwatch 2, die habe ich jetzt bloß seit ein paar Stunden, deswegen kann ich jetzt noch nicht viel dazu sagen. Die gehört zu meinem nächsten Projekt dazu. Also man braucht sie nicht unbedingt, das ist aber zur Vervollständigung. Ich möchte nämlich ein Notification-System bauen, das mich so schnell wie es geht, je nach der Wichtigkeit, über alles informieren kann. Man wird vielleicht selber bei sich mal bemerkt haben, man schaut immer auf irgendwelchen Webseiten nach, ob irgendwas passiert ist oder ja, andere Sachen, ob irgendwas, zum Beispiel bei einem Server, wenn man einen Server betreibt, ob da jetzt die Dienste funktionieren oder so. Und man möchte halt deswegen benachrichtigt werden. Also ich werde jetzt das, was ich mache, wird jetzt nicht großteilig dazu sein, dass man dass es fertig ist, dass man nur angeben muss, hey, läuft hier der Webserver, und dann prüft das System die ganze Zeit nach. Das ist mehr so ein Grundsystem, wo man dann selber programmieren kann, und das ziemlich, ziemlich leicht. Ja, das Notification-System, Entschuldigung, das soll auf drei Wege funktionieren. Aber zum ersten Mal zu den Komponenten, die ich dafür verwenden möchte. Als Server natürlich ein Raspberry Pi, das habe ich mir jetzt für das Projekt gekauft, weil ich sonst bloß zwei Stück hatte. Eins nämlich immer zum Experimentieren und eins ist schon in meinem Drucker fest verbaut. Das kommt da glaube ich auch nicht mehr raus. Deswegen will ich dafür ein drittes haben, dass das andere, dass ich das weiterhin zum Testen nehmen kann. Ja, darauf soll der Server laufen, das soll auch mein AVR Net.io ersetzen. Das hat meine Lichtsteuerung zurzeit übernimmt. Weil ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, wie man mit einem Raspberry Pi Lichter schaltet und so. Vielleicht mache ich da eine Abwandlung, dass das nicht direkt über die GPIOs geht. Wenn ja, dann mache ich dazu nochmal ein extra Video dazu, um die andere Serie zu vervollständigen. Aber wie gesagt, das soll der Server sein, weil finde ich die beste Möglichkeit. Und das soll dann auch direkt über sich selber, über das Gehäuse, in das er eingebaut ist. Dazu habe ich nämlich hier ein altes Festplattengehäuse, so ein externes Festplattengehäuse, wird alles eingebaut. Da sollen drei LEDs reinkommen, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich es rein tue, aber ja, drei LEDs kommen rein, eine rote, eine grüne, eine gelbe, und je nach Wichtigkeit der Benachrichtigung wird es halt da angezeigt. Da sieht man halt dann bloß, ja, hast du eine Benachrichtigung, und wenn ja, mit welchem, dass man halt dann auf einer Website, die da drauf ist oder so, nachschauen kann, welche Benachrichtigungen man erhalten hat. Für Benachrichtigungen, die dann wichtiger sein sollen als bloß eine LED, die auf dem Gehäuse aufflasht, das heißt, wenn man es auch unterwegs erfahren möchte und so weiter, aber das nicht allzu wichtig ist, also mehr sowas Nebensächliches, da gibt es ein Programm für Android. Ich werde das Zeug auch bloß für Android machen. Man wird es zwar auch für iOS machen können, aber wenn man selber so viel machen möchte, dann sollte man Android nehmen und nicht iOS. Und weil ich auch nur noch Android habe, ja, erklärt sich das von selber. Es gibt ein Programm genannt Notify My Android, also NMA. Und da kann man, wie man hier unten sieht, auch Premium werden. Das kostet, glaube ich,
1,50, 2 Euro. Und ja, der einzige Unterschied von kostenlos zu Premium ist die Zahl der Benachrichtigungen, die man sich schicken kann. Ja, wie läuft das eigentlich ab? Da gibt es eine API von denen und auf die kann man dann zugreifen, also wenn man sich da registriert hat mit Name, E-Mail und Passwort, also Standardzeug, dann kann man diese API nutzen und sich Benachrichtigungen zusenden lassen. Wenn man kein Premium ist, also nicht diese 2 Euro gezahlt hat, diese banalen 2 Euro, dann kann man bloß 10 Benachrichtigungen am Tag erhalten, also alle 24 Stunden, soweit ich das jetzt weiß. Und wenn man Premium ist, gibt es bis zu 500. Ich möchte jetzt da nichts Falsches sagen, aber es ist genug. Es ist viel genug. Also, was habe ich mal ausgerechnet? Wenn man alle nutzen möchte, kommt ja jede Minute. Na, ich möchte jetzt da nichts Falsches sagen, deswegen. Auf jeden Fall ist das. Das nimmt so. Ja, da ruft das Handy diese Notifications ab, wie jetzt neue E-Mails oder Facebook-Benachrichtigungen. Und ja, man bekommt es dann halt aufs Handy gepusht und vom Handy dann auch auf die Uhr. Das heißt, man muss nicht die ganze Zeit das Handy rausnehmen, sondern auch die Uhr. Das ist jetzt der Punkt, weswegen ich diese Uhr noch fokussiert habe. Weil so, ja, bekomme ich das noch genauer mit. Aber das Problem von dem System ist, man braucht eine Internetverbindung und ja, dadurch, dass es darauf basiert, dass es die, das Update halt von Android braucht, kann die Benachrichtigung schon 10 Minuten hinterherhängen und so weiter. Und vielleicht jetzt was ganz Interessantes, für Leute, die jetzt nicht direkt das Notification-System noch bauen wollen, sondern für sonstiges Zeug gibt es ja auch für Heizung. Aber bevor ich jetzt euch irgendwie was Falsches sage, das hier, das ist ein GSM-Modul und damit kann man SMS verschicken. Also jetzt werden viele sagen, hey, ich kann ja auch so und so schon SMS verschicken. Ja, der Vorteil darin ist es bloß, ich kann ganz einfach jetzt über den Raspberry Pi das Ding ansteuern und darüber eine SMS verschicken. Da kommt eine ganz einfache SIM-Karte rein, da kann man eine Prepaid-Karte reintun oder ich habe schon gesehen, es gibt SMS-Verträge, wo man irgendwie 5000 SMS am Tag hat für 10 Euro im Monat. Also sehr gut und wenn es halt ganz, ganz wichtig ist, dann lässt dieses Modul eine SMS verschicken, die dann aufs Handy kommt und das ist echt in der Zeit von maximal 5 Sekunden oder so. Außer das Handy hat irgendwelche Probleme. Ja, so ist mein Notification-System. Zum einen LED, Notify My Android und SMS. Wie gesagt, das SMS-System könnte vielleicht noch für andere Leute interessant werden. Mache ich vielleicht noch ein anderes Video dazu, abseits dann vom Notification-System. Aber wie gesagt, so groß war es jetzt. Ich glaube, ich habe schon viel zu viel für dieses Video geredet. Das wird jetzt schon bestimmt länger als 10 Minuten sein. Ich will es nicht länger machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Was ich noch sagen will ist, ja, jetzt ist YouTube ja jetzt mit Google Plus verbunden und die ganzen Kommentare und so weiter. Da passiert jetzt ein Haufen Zeug, dass ich, ja, ich konnte halt die persönlichen Nachrichten, die manche von euch mir geschickt haben, ja, manche habe ich, glaube ich, 2 Monate gebraucht, um zu beantworten. Es war alles durch Google Plus. Ich habe jetzt mein E-Mail-System ein bisschen besser angepasst. Ich habe jetzt alles aufgearbeitet, soweit ich das gesehen habe. Und jetzt sollte ich auch wieder auf persönliche Nachrichten antworten können. Das war's, was ich sagen wollte. Ich würde es jetzt noch kurz machen. Also, einen schönen Tag noch und vielen Dank fürs Zusehen.